Hallo, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Heute zeige ich euch, wie wir mit einer umhäkelten Flasche, die ihr hier seht, einen kleinen, süßen, alternativen Weihnachtsbaum ganz einfach herstellen, dekorieren und basteln kann. Das ist eine Sektflasche. In einem anderen Video hatte ich euch ja schon die Muster gezeigt und wie man eine Sektflasche umhäkelt. Dies hier ist ein Fransengarn. Dafür braucht ihr noch nicht mal einen Knäuel, um das zu häkeln. Und dies hier ist ein Mikrofasergarn. Das wird mit einer 5er Nadel gehäkelt und nur mit jeweils drei Luftmaschen. Und da brauchen wir auch kein ganzes Knäuel für. In dieser Flasche habe ich schon mal einen Stern vorbereitet, der auf einem Schaschlikspieß steckt. Den tun wir einfach hinein. Und wichtig ist dabei, dass in den Flaschen schon eine schwere Grundlage ist, damit sie nicht so kippen. Ich habe Kies, weißen Kies eingefüllt, was sie richtig schön schwer und sicher macht. Darauf habe ich dann noch mit Heißkleber goldene Metall Schneesterne, einfach in der Mitte einen Punkt, aufgeklebt. Das hält dann sehr. Und kleine Kugeln angebracht und ich zeige euch, wie einfach das geht. Ich habe mir aus einer Rolle Draht. Hier habe ich jetzt grünen Draht genommen. Wenn ihr eine weiße Flasche habt, nehmt vielleicht silbernen Draht. Aber ich habe jetzt extra dunkeln genommen, damit ihr seht, wie das eingehängt wird. Einfach durch die Öse einmal hochklappen und dann ganz kurz runterklappen zum Häkchen und dann können wir es einhängen. Das ist alles. Oder es gibt auch gleich solche fertigen Kugeln. Da kürzen wir ein bisschen, biegen es um und hängen es dann ein. Sehr schön sind auch hier die kleinen Engel. Gibt ja alle möglichen Figuren und Kugeln, die man einbringen kann. Und da ist ja eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das kann man dann auch wunderschön einhängen. Mal ein bisschen. Also ich finde es eigentlich ganz schön mit diesem Schwarz-Weiß. Oder natürlich geht das auch. So einfach ist es dann auch wieder zum Abräumen. Dann ganz in Weiß. Das ist eine ganz einfache Art und eine schnelle Art, sich einen kleinen alternativen Weihnachtsbaum zu machen. Jetzt fürs Büro oder zum Basteln für die Kinder, wenn ihr schon vorgehäkelt habt, dass die für ihre Kinderzimmer selber so einen kleinen Weihnachtsbaum basteln. Kostet nicht viel und sieht ja wirklich drollig aus. So, jetzt kleben wir noch den Stern auf. Da brauchen wir nur an der untersten Seite ein bisschen Kleber aufbringen, Stab drauf drücken, den lassen wir erkalten. Und können dann hier fortfahren. Wie gesagt, das Einfüllen von Kies oder Sand, wirklich was Schwerem, ist ganz, ganz wichtig, damit die Standfestigkeit gegeben ist. Natürlich ist es dann auch sehr schön, noch eine Lichterkette auch einzubringen. Und dazu nehmen wir uns dann auch einen Draht, ziehen den durch. Wie gesagt, hier mit der Flasche sieht es dann schöner aus mit dem selberen Draht, aber ich habe einen dunklen Draht, damit ihr seht, wie es gearbeitet wird. Und dann wickeln wir das rundherum. Was auch immer sehr praktisch ist und wirklich schön aussieht, ist so eine kleine Mini-Lichterkette, die man in die Flasche steckt. Und das wirkt dann auch ganz eklig. Ich habe hier mal eine rote genommen, da passt dann jede Farbe. Unser Stern ist fertig. Da auch. Und dann mache ich mal das Licht auf, damit ihr sehen könnt, wie das wirkt. Und ich denke, das ist doch wirklich eine einfache und schöne Idee.
einen kleinen alternativen Weihnachtsbaum selber zugestellten. Und das ist auch eine ganz tolle Adventsdekoration schon. Geht ganz schnell. Ihr habt es selber gemacht. Und nun wünsche ich euch eine wundervolle Zeit im Advent. Und wenn euch mein kleiner Weihnachtsbaum gefallen hat, dann schaut doch wieder mal rein. Und über einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Tschüss.